Auf der Suche nach immer neuen Rezepten aus Großmutters Kochbuch haben wir schon mal Toast Hawaii gemacht. Gleich eine Seite weiter fuhren wir schon wieder nach Hawaii. Dieses Mal Schweinefilet Hawaii. Verrückt, oder? Willkommen bei Kalle kocht. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Da haben wir ein schönes Schweinefilet, richtig toll. Was wir hier nochmal runternehmen müssen, ist diese kleine Haut hier auf der Seite. Das ist ein Schweinefilet ohne Kopf, also das Beste vom Besten. Kann ja nur eins bedeuten, genau, das kommt von Teller Mitte, der Link wie immer unter diesem Video. Und was wäre Hawaii ohne eine Ananas? Und bitte, in dem Rezept stand drin Dosenananas. Nein, wir nehmen frische und die braten wir noch mit an. Und den Rest machen wir vielleicht zum Toast dabei. Dann guter Käse. Wir haben uns für Raclette-Käse entschieden. Der kommt auf die Medaillons. Und dann brauchen wir noch einen kleinen Dip. Und wir machen hier auch aus Großmutters Küche die klassische Cocktailsoße. Was es damit auf sich hat, später im Video. So, diese kleine Haut hier, die muss runter. Das nennen wir, ja, wie heißt es denn noch, wenn wir diese Sehnen vom Fleisch herunternehmen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und diese kleinen Sehnen, die wir hier runterschneiden, selbst die schmeißen wir nicht weg. Die friere ich mir ein für meine nächste Soße. So, schon ist dieses wunderbare Fleisch geputzt. Jetzt brauchen wir es nur noch einmal in der Mitte zu halbieren. So bekommen wir 4 ansatzweise gleich große Stücke. Frisch gemahlener Pfeffer, weil wir braten das heute nicht ganz so scharf an. Und später kommen wir nicht mehr an das Fleisch, deswegen jetzt schon mal würzen. Pfeffer und leicht salzen. Eine Insel mit 2 Bergen und dem schönen blauen Meer. In unserer Pfanne braten wir das Fleisch jetzt zärtlich von beiden Seiten an. Gar wird es nachher im Ofen. Können wir hier schon mal an die Ananas heran. Und zwar brauche ich eigentlich nur eine schöne dicke Scheibe. Und die wollen wir gleich vierteln. Das reicht für 4 Medaillons. So, wenn wir die Ananas-Scheibe hier schälen, wollen wir uns hinterher an die Grundform einer Ananas erinnern. Und dann diesen Strunk, den nehme ich mit dem Apfelausstecher heraus, reicht schon vollkommen. Und jetzt nur noch vierteln, sodass jedes Medaillon ein schönes Stückchen Ananas bekommt. Und diese Stücke, die können wir hier schon mal mit dazulegen, weil so gibt die Ananas dem Fleisch ein bisschen Geschmack ab und die Ananas wird gleich gar. Können wir mal gucken, wie das hier aussieht. Aha. Und der geneigte Zuschauer sieht, dass man mit einer Fleischgabel auch arbeiten kann, ohne in das Fleisch hineinzupieksen. Oh, lecker. Großmutter lässt grüßen. So, die Cocktailsoße, 2 Teile Mayonnaise. Die kann man selber machen. Wie das funktioniert, wird hier gerade eingeblendet. 1 Teil Ketchup und 1 gehäufter Teelöffel Meerrettich, weil der Ketchup bringt uns Süße mit und der Meerrettich steuert da so ein bisschen dagegen. Einen ganz kleinen Schuss Weinbrand dazugeben, Salz und Pfeffer. Und schon haben wir eine Cocktailsoße nach Großmutters Rezept mit der typischen roséfarbenen Färbung. Fertig. Es muss nicht immer Knoblauch sein. Cocktailsoße. Fast vergessener Dip. Unbedingt mal ausprobieren. So, unsere Ananas hat auch schon so ein bisschen Farbe bekommen. Sehr schön. Lassen wir doch noch 2 Minuten weiter braten. Unseren Raclette-Käse befreien wir von der Rinde. Würden wir den Käse gleich so im Ganzen drauflegen, dann hätten wir unglaublich viel Käse in der Pfanne und ganz wenig Käse auf dem Fleisch. Deswegen
falte ich den Käse ungefähr so. Und wenn ich das da drauf lege, dann bleibt das meiste auf dem Medaillon. Unser Fleisch ist schon ziemlich medium. Geben wir jetzt unsere Ananasstückchen so oben drauf. Und darauf, wie eben besprochen, unseren Käse. Schön hoch, weil runterlaufen, das macht er von ganz alleine. Und das Ganze geht jetzt in den Backofen hinein. Grillfunktion, wenige Minuten. Größte Stufe, weil unser Fleisch ist ja schon gar. Das Schöne ist, wir können den Griff abnehmen und das Ganze überbacken wir jetzt. Goldgelb. Manchmal muss man Bilder sprechen lassen. Sieht das gut aus und hat auch die perfekte Farbe. Und wie versprochen, naja, okay, da hinten verabschiedet sich gerade der Käse, aber hier vorne ist er noch drauf. Schnell raus damit. So habe ich mir das gewünscht. Schweinefilet mit frischer Ananas und Raclette-Käse überbacken. Was da jetzt noch fehlt, ist so als kleiner Dip unsere selbstgemachte Cocktailsoße. Guten Appetit, 70er Jahre. Sieht aber lecker aus. So, jetzt wollen wir da mal ran. Und dazu nehmen wir mal Ananas und Käse mal ein Stückchen runter, weil mich interessiert natürlich auch das Schweinefilet. Aha. Schau mal, es ist immer noch saftig. Richtig gut. Kleine Stückchen davon. Und da darf jetzt Käse und Ananas nicht fehlen. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Schau mal. Also wenn das nicht Großmutters Küche ist, ich habe da noch so ein paar geschmorte Kartoffeln mit rangelegt. Super lecker, wie die funktionieren, das wird hier gerade eingeblendet. Und natürlich auch unsere Cocktailsoße nicht zu vergessen. Zusammen mit dem Käse, einfach toll. Super einfach, oder? Super lecker. Probiert es mal selber aus. Carmen ruft euch zu. Wir haben euch lieb. Ich schließe mich dem an, wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Abonniert den Kanal und schaut mal bei Instagram vorbei. Tschüss, bis bald, euer Kalle. Tschüss.